Denn wenn der Riesling der König der Weine ist, dann ist die Gemeinde Wormeldingen seine Residenz. Die Gemeinde Wormeldingen setzt sich aus den Ortschaften Ehnen-Wormeldingen, Ahn und Machtum zusammen. Dazu gehören noch die beiden Ansiedlungen Karpenacker und Dreiborn. Auf einer Fläche von 17,25 Quadratkilometern wohnen 2600 Einwohner, was eine Bevölkerungsdichte von rund 150 Einwohnern pro Quadratkilometer macht. Wormeldingen ist mit 13 Kilometern Moselufer von Hüttermühle bis zur Deisermühle und 360 Hektar Weinbergen die Gemeinde mit der größten Weinbauanfläche im Großherzogtum. Eine berühmte, wenn nicht die berühmteste luxemburgische Weinlage ist die Wormeldinger Köppchen. Von dieser Kuppe mit ihrer kleinen Kapelle hat man einen wunderschönen Blick über das Moseltal. Beginnen wir bei dem Rundgang durch die Gemeinde mit der Ansiedlung Karpenacker. Die Ansammlung von Häusern liegt im nordwestlichen Teil des Gebietes der Gemeinde. Die ganze Siedlung besteht nur aus einem Bauernhof und ein paar Neubauten in einer Gegend, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Zurück an die Ufer der Mosel. Ehnen ist ein nettes kleines Dorf mit mittelalterlichem Charme. Dieses Dorf und die umliegenden Dörfer gehörten zum Hof Lenning, der zwischen 967 bis 1795 dem Bistum Trier unterstand. Geschichtlich gesehen gab es in diesem Dorf vor dem Dreißigjährigen Krieg 52 Haushalte, im Jahr 1656 derer nur noch 20. Darunter waren der Schultheiß, um die Steuern einzutreiben, ein Küfer und ein Müller, dessen Mühle dem Trierer Domkapitel gehörte, und ein Hirte. Die anderen Bewohner von Ehnen waren Ackerer und Weinbauern. Das Dorf Ehnen hatte im Jahr 1656 72,5 Morgen Weinland und stand an erster Stelle hinter Grevenmacher. Gleich neben Ehnen liegt die Sitte Leibisch. Hierbei handelt es sich um ein seit den 70er Jahren bestehendes Baugebiet, das sich zu einer idyllischen Siedlung entwickelte. Bis heute wird noch daran gebaut. Unsere Fußreise beginnt auf der Hauptstraße. Die Eselsbrücke ist eines der Wahrzeichen von diesem Winzerdorf. Deren Alter man noch nicht weiß, war ein schmaler Weg der Dorfbewohner, um zu ihren Weingärten zu gelangen. Gleich neben der kleinen Brücke ist das Denkmal von Nikolaus Hein, dem Moseldichter. Er war der Sohn eines Winzers und verbrachte seine Kindheit in Ehnen. Folgen wir dem Bach flussaufwärts. Ehnen war im 13. Jahrhundert, wie schon erwähnt, Eigentum des Domkapitels in Trier. Heute zählt das Dorf zu einem der schönsten Moseldörfer mit seinem historischen Dorfkern, den verwinkelten engen Gassen und Bürgerhäusern, die teilweise aus dem 15. bis 18. Jahrhundert stammen. Über eine Fußgängerbrücke überqueren wir den Bach und kommen oberhalb des Dorfes in die Hauptstraße, die zur Mosel führt. Unmittelbar in der Nähe ist linker Hand das Eichamt von 1863. Dort wurden früher die hölzernen Weinfässer geeicht.
Die ganze Apparatur ist im Weinmuseum zu besichtigen. Ein Spaziergang durch die malerischen Gassen ist unbedingt anzuraten. Schon 1485 werden ein Kelterhaus und ein Domspeicher in Ehnen, dem Verwaltungssitz der Schultheißerei, erwähnt. Viele der jetzigen Gebäude wurden vom Trierer Domkapitel um 1770 erbaut. Das alte Schumeschhaus aus dem Jahre 1592 ist Zeuge einer sehr alten Winzertradition. Es wurde schon mehrere Male umgebaut und steht heute unter Denkmalschutz. Patrizierhäuser aus verschiedenen Jahrhunderten mit Steinbögen über Türen und Fenstern sowie den Wappen ihrer Erbauer. An einigen Häusern sieht man die Markierungen der letzten Hochwasser. Die Mosel stand schon in so manchen Häusern in Ehnen. Gleich um die Ecke kommt man zur Rundkirche, erbaut 1826 anstelle einer alten kleinen Kirche, in welcher seit Jahrhunderten die Jahresgedinge, also die Versammlungen, abgehalten wurden. Es gibt noch die engen, winkligen Gässchen und die lauschigen Eckchen, wo altersgraue Häuser mit dem eingemauerten Torbogen einstiger Patrizier- und Klostersitze von vergangenen Jahrhunderten träumen. Patrizier- und Winzerhäuser haben sich um die einzige Rundkirche Luxemburgs versammelt. Vor ihrem Umbau war sie eine frühgotische Kirche. Der wuchtige Kirchturm stammt noch vom alten Gebäude. Dieser Turm ist eines der ältesten Bauwerke des Dorfes. Die Kirche ist fast das ganze Jahr geschlossen, mit Ausnahme von besonderen Anlässen. Einer davon ist der Ehner Winzertag. Die Kirche ist sehr modern eingerichtet, was nicht unbedingt jedermanns Geschmack ist. Den imposanten Kuppelbau kann man am besten von innen bewundern. Jedes Jahr im Juli lockt der über die Region hinaus bekannte Ehner Winzertag Tausende von Besuchern in das kleine, pittoreske Dorf an der Mosel. Das traditionelle Weinfest gehört mit zu den schönsten an der Mosel. Offizieller Beginn ist am Sonntag um 9.45 Uhr. Die Kellereien in Ehnen werden ihre Tore für die in- und ausländischen Weinliebhaber weit öffnen und ihre Spitzenweine aus dem letzten Jahr, aber auch ihre berühmten Cremants und Edelbrände präsentieren. Das Fest beginnt mit der traditionellen Weinsegnung. In einem festlichen Umzug, in dem sich viele Dorfpersönlichkeiten treffen, wird zusammen in die Kirche marschiert.
Nach der feierlichen Weinsegnung in der historischen Pfarrkirche zieht der Umzug weiter durch den Ort in Richtung Vorhof des Weinmuseums, das an der Hauptstraße liegt. Ehnen hat eine lange und erfolgreiche Weinbautradition. Auf rund 50 Hektar wachsen und reifen die Trauben der Ehner Winzerbetriebe. Der Bürgermeister darf traditionell das erste Fass Riesling aus der vorjährigen Lese anschlagen. Der warme und trockene Spätsommer im letzten Jahr sorgte für eine hochwertige und ausgereifte Traubenqualität, die Basis für einen hervorragenden Jahrgang 2014. Gastlichkeit wird an diesem Tag natürlich großgeschrieben und für die musikalische Umrahmung ist jedes Jahr bestens gesorgt. Ebenfalls berühmt ist Ehnen auch für sein angesehenes Nationales Weinmuseum, das im prächtigen ehemaligen Anwesen der Familie Wellenstein gleich am Moselufer untergebracht ist. Das Weinmuseum befindet sich in einem alten Winzerhaus aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Es ist aber nicht nur Museum, sondern auch gleichzeitig Touristeninformation der Großregion. Kataloge, Broschüren und Flugzettel aller Attraktionen der Gegend werden angeboten. Dies auch in mehreren Sprachen. Für weitere Informationen sollte man das fachlich ausgebildete, sehr kompetente Personal ansprechen. Ebenfalls kann man hier Fahrräder mieten für eine Tour entlang der Mosel mit oder ohne Hilfsantrieb. Während einer Besichtigung entdeckt man die Geschichte des Weinbaus im Großherzogtum Luxemburg, die Arbeiten im Weinberg und im Keller während des ganzen Jahres. Dort werden Winzerwerkzeuge sowie Utensilien und Fotos, die die Weinherstellung erläutern, ausgestellt. Eine alte Schmiede, wo die Eisenringe für die Fässer hergestellt wurden. Eine Küferei zum Herstellen von Fässern aller Art aus Holz vervollständigen die Reise in das alte Handwerk, sowie ein Eichamt mit Gewichten und Messgeräten zum Messen des Inhaltes der Fässer. In dem gewölbten Weinkeller liegen die Fässer mit ihren Utensilien. Außen unter einem Vordach sind die Fuhrwerke ausgestellt, wie sie im letzten Jahrhundert gebraucht wurden. In die Welt des Weines einzutreten heißt auch beobachten, zu schätzen und zu probieren. Jede Besichtigung wird mit einem Glas Wein der Luxemburger Mosel abgeschlossen. Wieder außen gehen wir in Richtung Mosel. Auf der Dorfwiese ein Denkmal, das an die Arbeiten in den Weinbergen erinnert. Thank you.
Wenn die Sonne scheint und die Hitze steigt, sind auf der Mosel viele mit ihren Booten unterwegs. Bis zu 30 km/h sind auf dem Fluss zugelassen mit Bootsführerschein. Zum Wassersport zählt auch Wasserskifahren oder Wakeboarding, eine spaßige und trendige Wassersportart. Weiter Mosel abwärts. Die Straße Ehnen-Wormeldingen entstand erst vor ungefähr 150 Jahren. Unterwegs bearbeiten zwei Winzer den Grünschnitt der Reben. Damit das Sonnenlicht besser an die Trauben kommt, müssen diese gestützt werden. In manchen Weinberglagen geht das nur manuell. Aber nicht nur im Sommer verlangt so ein Weinberg seine Pflege, sondern auch im tiefsten Winter beim Zurückschneiden der Reben. Am Eingang des Dorfes ein restaurierter Steinkelter, geschmückt mit Blumen. Das typische Weindorf liegt an der Mosel und am Fuße von Rebhängen, die bis zu den Häusern herunterreichen. Die Geschichte der Gemeinde Wormeldingen beginnt ebenfalls mit dem Hof Lenningen. Grundherr des Hofs war das Trierer Domkapitel. In einem Vertrag vom 1. Januar 909 wird Wormeldingen zum ersten Mal erwähnt. Doch bereits lange davor wohnten Menschen in dieser Gegend, wie aus verschiedenen Funden hervorgeht. Wormeldingen hatte vor dem Dreißigjährigen Krieg 66 Haushalte, im Jahr 1656 nur noch 25. 1718 wird der Ort zur Pfarrei. Zurück in die Gegenwart. Wir folgen der Mosel abwärts. Einige Fischer sitzen am Gewässer und versuchen ihr Glück. Nahe an der Anlagestelle sind beliebte Fischerplätze. An der Anlagestelle selber können große und kleine Fahrgastschiffe anlegen. Eine Verbindung mit dem deutschen Moselufer bietet eine Brücke in Wormeldingen. Ende des 19. Jahrhunderts öffnet sich Wormeldingen mit dem Bau der Moselbrücke dem Ausland. Sie wurde 1890 dem Verkehr übergeben. Diese wurde aber 1945 zerstört. Die heutige Brücke mit ihren 124 Metern Länge besteht in dieser Konstruktion seit 1964. Die Brücke wird täglich genutzt von Tausenden von Grenzgängern, die in Luxemburg arbeiten. Auf der Brücke selber hat man einen sehr schönen Ausblick auf das Winzerdorf. Ziehen wir weiter entlang der Hauptstraße des Dorfes, die neuerdings eine Einbahnstraße ist. Linker Hand ist das Feuerwehrgebäude. Hier sind Fahrzeuge der Brandbekämpfer untergebracht. Da sich die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat, musste ein neues Fahrzeug her, das den heutigen Anforderungen entspricht. Nach langem Hin und Her, endlosen Diskussionen und Gesprächen entschied man sich für ein Fahrzeug von Rosenbauer, den AT-HLF-20 auf Mann-Chassis. Eckdaten sind 1 bis 5 Mann Besatzung, 360 Pferdestärken, 2000 Liter Wasser und 2000 Liter Schaum. Die Einweihung fand mit viel prominenten Persönlichkeiten statt, wo jeder seine Meinung äußerte. Zum Schluss die Segnung des Fahrzeugs und die obligatorische Schlüsselübergabe, die als Fotoszene genutzt wird. Wie man sieht, ist dieses Einsatzfahrzeug bestens gerüstet für alle Notrufe der Gemeinde und Umgebung. Gleich nebenan ist der Sitz der Gemeindeverwaltung.
In diesem Gebäude werden alle Entscheidungen von den gewählten Vertretern getroffen, was die verschiedenen Ortschaften der Gemeinde betrifft. Geöffnet sind die Büros zu den normalen Stunden. Durch schmale Gassen sieht man die Mosel. Die Kirche ist dem heiligen Donatus geweiht. Er war ein römischer Heerführer und wird als katholischer Heiliger verehrt. Sein Gedenk- und Lostag ist jedes Jahr am 30. Juni. Leider ist die Kirche geschlossen, und dies an einem Sonntagmorgen. Gegenüber dem Eingang ein Denkmal an die Märtyrer des Zweiten Weltkrieges. Seitlich ist eine künstliche Mariengrotte gebaut. Denktafeln erinnern und danken der Mutter Gottes für den mächtigen Schutz von 1940 bis 1945. Dieses Jahr ist der 15. Rieslings Open, wo sich am dritten Wochenende im September die Türen der Winzer der Gemeinde öffnen unter dem Motto „Durch die Keller der Rieslingsgemeinde“. Die Rieslingskönigin mit ihren Damen begrüßen die ausländischen Gäste und heißen sie willkommen. Bei diesem Fest stellen alle 23 Winzer aus der ganzen Gemeinde ihre Weine zur Probe und zum Verkauf aus. Das Event zieht sich über 3 Tage hin, von Shows über Musikunterhaltung in den Weinkellern bis zum Verkauf von lokalen Spezialitäten. Wenn die Probegläser verteilt sind, zieht der Umzug los in die erste Kellerei zum Pröbeln. Manchmal ist man als Rieslingskönigin gefordert. Diesmal soll eine Cremantflasche mit dem Säbel geköpft werden. Während der 3 Tage geht es dann so weiter, von Kellerei zu Kellerei. Wir verlassen den Umzug und drehen unsere Runden weiter durchs Dorf. Der Ort bietet alte Gässchen und schmucke Barock- und Renaissancehäuser zur Besichtigung an. Aber auch renovierte Häuser, rostige Häuser, Hochhäuser, Schlösser und Burgen werden dem Besucher geboten. Auch von der Hauptstraße aus sieht man die Köppchen. 1924 wird die Sant-Donatus-Kapelle auf der Köpp errichtet, die zum Wahrzeichen des Ortes werden sollte. Wir marschieren weiter in den ältesten Teil von Wormeldingen. Enge und steile Gassen führen bergauf, vorbei an Kelterpressen, die als Dorfschmuck dienen. Ebenso ein Brunnen, der langsam vor sich hin plätschert. Ein Denkmal erinnert an Pierre Matthes. Er war der Gründer der Winzergenossenschaften in Wormeldingen im Jahre 1931. Heute bewirtschaften rund 450 Haupt- und Nebenerwerbswinzer 1300 Hektar Weinberge an der Mosel.
Mit rund 1 Million Flaschen an Polfaber ist sie der größte Hersteller an Cremant. Die Winzer insgesamt bieten erstklassige Qualitätsweine, die für den ausgezeichneten Ruf der Luxemburger Weine sorgen. Weiter bergauf, vorbei an einem mit Pflanzen arrangierten Wappen von Wormeldingen. Der Weg ist das Ziel und die Köppchen ist noch sehr weit weg. Der Gehanstömpel ist auch altes Stück Kulturgeschichte. Ein Weg führt über eine schmale Treppe an den Bach. Teilweise schon vergessen sind die alten Tröge, wo Anfang des letzten Jahrhunderts die Wäsche geschrubbt wurde. Folgt man dem Bach aufwärts, kommt man an einen Wasserfall. Schilder weisen die Richtung. Leider ist der Weg dorthin etwas zugewachsen, was der Sache aber keinen Abbruch tut. Irgendwie geht es immer weiter. Am Ende das Ziel, der Wasserfall. Spötter meinen, es ist Luxemburgs höchster Wasserfall. An den Felswänden spiegelt sich das Wasser. Wieder zurück auf die Hauptstraße. An Hangels steht eine überdachte Weinpresse. Sie ist erneuert worden und zeigt, wie mühsam es war, im letzten Jahrhundert Wein zu produzieren. Von hier aus ist die Köppchen beschildert. Ziemlich viele Treppenstufen, aber es lohnt sich. Nach gut 15 Minuten hat man die Höhe erreicht, ohne sich zu verausgaben. Innen über dem Altar hängt das Bild vom heiligen Donatus in der Uniform eines römischen Offiziers. In der linken Hand hält er einen Palmzweig, während die rechte Blitz und Sturm von den Rebstöcken abwehrt. Einen großen Tag erlebte die Kapelle am 30. Oktober 1966 mit der Einweihung des Denkmals für die Kriegsopfer. Ein Kreuz aus Martelinger Schiefer mit einer Christusfigur aus Teakholz vom Remicher Künstler Josy Jungblut erinnert an die schlimme Zeit. Seit 1966 wird im Anschluss an die jährliche Prozession eine Messe für die Opfer des Krieges gefeiert. Von dem Köppchen hat man ein weites Panorama über das Moseltal und die dort gelegene St. Donatus-Kirche ist das Wahrzeichen der Region. Unangefochten steht die Köppchen an erster Stelle der Wormeldinger Lagen, da auf Muschelkalkboden und von Sonneneinfallswinkel die Reben besonders gut gedeihen können. Wormeldingen wird besonders für seine Rieslinge geschätzt, die als die besten des ganzen Weinbaugebietes gelten. Ein großer Teil des Weinbauareals ist deshalb mit Rieslingreben bepflanzt. Wo man noch vor Jahren Holzpflöcke verwendete, sind heute überwiegend galvanisierte Metallpfähle im Einsatz. Sie halten bedeutend länger und zum Schluss können sie recycelt werden. Oberwormeldingen liegt gegenüber der Köppchen. Die mittelalterlichen und barocken Bauten prägen auch hier den Ortskern. Wir wandern durch den oberen Teil des Dorfes und dann in die Weinberge. Die Aussicht moselabwärts ist faszinierend.
Oberwormeldingen verfügt über ein florierendes Gewerbegebiet. Viele einheimische Firmen haben hier ihren Niederlass. Das bringt natürlich Geld in die Kasse der Gemeinde ein. Auf der anderen Koppe, etwas nördlich, liegt Dreiborn. Es handelt sich hierbei nicht um eine richtige Ortschaft, sondern um eine große Internatsanlage und das Schul- und Sportzentrum der Gemeinden Wormeldingen und Flachsweiler, die in einem romantischen Seitental der Mosel liegen. Die Anlage hat den Namen Billeck, liegt mitten in der Natur. Ein Billeck ist ein junger Trieb einer Rebe. Mit dem Schulbeginn am 17. September 2010 öffnete die Auffangstruktur dann auch offiziell ihre Türen für die Schüler. Auf dem Rückweg in Richtung Mosel gehen wir noch am Fußballfeld des FC Köppchen vorbei. Dieser wurde 1919 aus der Taufe gehoben und war schon in manchen Jahren für eine Überraschung gut. Wieder im Moseltal angekommen, gehen wir durch die Weinberge in Richtung Nordosten und folgen dem Fluss. Nach 3 Kilometern ist Ahn in Sicht. Ahn wird 1245 das erste Mal in einem Testament erwähnt. Laut diesem vermachen Alexander, Herr von Zollwar, und seine Gemahlin Hedwig dem Kloster Dieferdingen 500 Pfund. In diesem Testament wird auch sein Hof Ahn Curiaste Ahna erwähnt. Die späteren Grundherren vom Hof Ahn waren je zur Hälfte die Herren von Wincheringen und die von Reckschmidtburg. Wir beginnen die Dorfbesichtigung an der Mosel, wo wir rechts abbiegen in das Kleinod. Da Ahn erstmals 1245 urkundlich erwähnt wird, ist es also erheblich jünger als die meisten Moseldörfer. In den folgenden Jahrhunderten entfaltet sich Ahn langsam und zählt heute knapp 200 Einwohner. In dem niedlichen Ort, dessen Bild durch eine schöne Bausubstanz aus der Zeit um 1900 geprägt wird, erzählen sich die Einwohner, dass hier der erste Traminer und Muskat gepflanzt wurde. Ebenfalls der erste Luxemburger Sekt ist hier produziert worden. Vielleicht nur regionale Legenden, aber passen würde es zu dieser hübschen, vom Wein geprägten Ortschaft schon sehr. Die gepflegten Winzerhäuser finden sich charmant eingebettet inmitten der Weinberge. Die Weinberge und die daraus gezauberten Weine sind es dann auch, die Ahn so bekannt gemacht haben, auch über die Grenzen Luxemburgs hinaus. Heute ist Ahn das Dorf mit den meisten Erzeugerabfüllern an der Luxemburger Mosel. Als Ahn 2005 die Auszeichnung Blühendes Dorf erhielt, zeigen sich die sonst eher zurückhaltenden Bewohner verständlicherweise sehr stolz. Touristisch gesehen ist dieser kleine Ort also durchaus interessant. Mitten im Ort eine Landkarte, wo alle Winzerbetriebe eingezeichnet sind. In diesem Haus waren während des Zweiten Weltkrieges 7 Fahnenflüchtige versteckt. Diese Plakette erinnert an den Nazi-Terror an der Luxemburger Mosel. Es war eine schlimme Zeit. Das jährliche Weinfest in Ahn wird jedes Jahr von der im Jahre 1984 gegründeten Bruderschaft des Palmbergs organisiert. Die 8 Winzerbetriebe gingen dieses Jahr in ihre 33. Runde. Es findet am zweiten Wochenende im Juli statt und zieht Tausende von Weinfreunden in das idyllische Moseldorf. Eröffnet wird das Fest am Morgen mit einem Gottesdienst, wo der Wein wie gewohnt gesegnet wird. Nach der Messe tragen die Winzer ihr gesegnetes Produkt aus der Kirche zum Festplatz, was einem kleinen Umzug ohne Fanfare gleichkommt.
Der Präsident der Bruderschaft hält seine jährliche Rede und erklärt den Zuhörern, dass sich viele Probleme bei einem guten Tropfen lösen lassen. In der Zwischenzeit haben sich viele Anhänger eingefunden. Danach werden 3 neue Mitglieder der Bruderschaft ernannt, die alle eine kleine Zeremonie über sich ergehen lassen müssen, bevor sie Mitglied sind. Diese besteht nur darin, ein Glas Wein auszutrinken, dies aber im Takte eines gesungenen Liedchens, wo eine gewisse Pantomime eine Rolle spielt. Das Glas muss natürlich ganz geleert werden. Danach das übliche Erinnerungsfoto mit Urkunde und Mitgliedschaft. Zeit, das Weinfass anzuschlagen. Der Wein wird an die Gäste verteilt und diese lassen es sich gut schmecken bei einem Plausch unter Gleichgesinnten. Gleich neben dem Festplatz sind 2 Schilder mit Spazierwegen ausgestellt. Einer davon ist die Traumschleife Wein- und Naturpfad Palmberg. Ein Teil davon führt durch das Tal des Donverbachs mit seinen Wasserfällen und dem Schluchtwald. Ein Winzer hat den Bodenteil der Befestigungspfähle in ein Bitumenbad gesetzt. Dies soll verhindern, dass diese im Erdreich verfaulen. Großartige Felsstrukturen, einzigartige Naturschutzgebiete mit seltener Flora und herrliche Aussichten in das Moseltal erwarten den Wanderer an jeder Ecke. 2015 wurde das Pilotprojekt Pellenbirsch zur Sanierung alter Weinbergsterrassen und zum Erhalt der historischen Trockenmauern der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Weinbergterrassen mit ihren Trockenmauern gehören seit Jahrhunderten zum charakteristischen Landschaftsbild der Mosel. Sie bieten einen natürlichen Lebensraum für Flora und Fauna und tragen zum Erhalt des Ökosystems und seiner Artenvielfalt bei. Durch ihre hohe Wärmespeicherkapazität bieten diese Anlagen hervorragende Voraussetzungen zur Produktion von Spitzenweinen. Trotz dieser positiven Eigenschaften auf die Weinqualität sind sie heute meist gänzlich aus dem Landschaftsbild verschwunden. Im Rahmen der Flurbereinigung wurden zur Steigerung der Arbeitswirtschaftlichkeit die Trockenmauern entfernt und durch maschinelle befahrbare Wirtschaftssysteme ersetzt. Zurück ins Dorf in die Palmbergstraße. Wir folgen der Straße in Richtung der Anhöhe. Die Terrassen des Palmberges gehen hinauf bis auf 300 Meter Höhe und bilden eine klimatisch herausragende Szenerie.
Warum dieser Berg Palmberg heißt? Schon bei den alten Ägyptern galt die Palme als Symbol für das ewige Leben. In der christlichen Kirche hat sich seit dem 9. Jahrhundert der Brauch entwickelt, am Sonntag vor Ostern, also am Palmsonntag, eine Prozession durchzuführen, bei der auch Palmzweige geweiht werden. Da es an der Mosel aber keine Palmen gibt, wählt man Zweige des immergrünen Buchsbaums, der nur an besonders geschützten, milden Stellen gedeiht. Da der Buchsbaum dank der günstigen Klimabedingungen an diesem Berg oberhalb von Ahn anzutreffen ist, bekam dieser den Namen Pellenbirsch. Die ersten Weinberge sollen am Südhang des Palmbergs gestanden haben. Etwas oberhalb der Kuppe ist eine überdeckte Hütte, wo man sich ausruhen kann. Auf einer Gartenbank kann sich der müde Wanderer an Speis und Trank stärken. Ebenfalls sind einige Erklärungstafeln aufgestellt. Gegenüber von Ahn auf der deutschen Seite liegt der Ort Rehlingen. Dort sieht man einen Einschnitt ins Gelände. Der Volksmund sagt, dass Noah, als er hier mit seiner Arche vorbeikam, weit mit seinem Ruder ausholte und damit seine Kerbe ins Gelände schlug. Ein Weg zwischen den Hecken hindurch führt zu einem Erklärungsschild, wo man einen sehr schönen Ausblick auf das Tal hat. Wir ziehen weiter in Richtung Martum. Zum geschichtlichen Teil dieses Dorfes. Der Freiherr Georgius von Zietzwitz erklärt im Namen seiner Gemahlin Eva von Metzenhausen, dass das Schloss Linster am 23. April 1759 in Martump im Besitz von Weinbergen war. Diese Weinberge waren auf Kosten des Schlosses angelegt worden und wurden auch von dessen Leuten bewirtschaftet. Sie hatten einen jährlichen Ertrag zwischen 13 und 14 Fuder Wein, je nach Jahrgang. Ein Fuder sind je 1000 Liter. Der eingebettet zwischen terrassenförmigen Weinbergen in einer Senke am Moselufer gelegene freundliche Winzerort Martum befindet sich an der großen Schleife, die die Mosel vor Grevenmacher macht. Die Weinberge reichen bis zu einer Höhe von 260 Metern, während der Ort selber auf 138 Metern liegt. Hier überwiegen Muschelkalkböden, welche rassige und elegante Weine erzeugen. Martum mit seinen 290 Einwohnern dürfte wohl der meistfotografierteste Ort an der Luxemburger Mosel sein. Die beeindruckende Moselschleife, die hier durch die Aufstauung geradezu einen See bildet, sorgt mit ihrer oft ganz stillen Wasserfläche für ein pittoreskes Panorama. Der luxemburgische Dichter Batti Weber fasste es so zusammen: Dort, wo die Mosel einen Liebreiz entfaltet, der sich mit nichts vergleichen lässt. Ein paar Jungschwäne ruhen sich mit ihren Eltern am Moselufer aus. Mitten im Dorf steht die Kirche. Sie ist der zentrale Punkt. Im Verhältnis der Einwohnerzahl ist dieses sehr groß.
Während früher Kriegerdenkmäler meist Stolz, Wehrwillen oder Revancheabsichten verkündeten, mahnen jüngere Kriegerdenkmäler zum Frieden. Auch ein Andenken an die 150-jährige Unabhängigkeit von Luxemburg ist am Gotteshaus angebracht. Vor der Kirche auf dem Dorfplatz eine Skulptur aus gemeißeltem Stein in Form einer Schnecke, im Volksmund Schlicke genannt. Dahinter der Schlickebau, welches das Kulturzentrum ist. Nittel, das Zentrum des Elblinganbaus an der Obermosel, liegt gegenüber von Machtum auf der deutschen Seite. Circa 25 Weingüter bewirtschaften eine Rebfläche von 290 Hektar. Das Weinhappening in Machtum und Nittel lockt in Verbindung der 31. Ausgabe des Machtumer Weinschmecken am Wochenende wieder zahlreiche Besucher in die beiden Dörfchen an der Mosel. Es ist die 11. Auflage des deutsch-luxemburgischen Weinhappening. Die Besucher der deutschen Gemeinde werden von prominenten Gästen erwartet. Den eigentlichen Höhepunkt bildet das Fest immer sonntags. In Nittel hingegen wird am gesamten Wochenende sowie am Kirmesmontag gefeiert. Mit einem musikalischen Umzug geht es dann zum Dorfplatz, wo dann die Festreden gehalten werden. Das traditionelle Weinfass anstecken fehlt auch nicht. Zwischen 11 und 22 Uhr konnten sich die Besucher trockenen Fußes von Nittel nach Machtum und wieder zurück transportieren lassen, um die Stimmung auf beiden Seiten des Grenzflusses einfangen und genießen zu können. Wir schlendern weiter durch Machtum Richtung Donwen. An den Fassaden der Häuser entdeckt man kunstvolle Wandgemälde und Schmiedeeisen. Eine Brennerei als Kulturgut. Für die Bewohner des kleinen Dörfchens Machtums war dies zeitweise sogar überlebensnotwendig. Bei schlechten Ernten, die somit Armut mit sich brachten, war das Schnapsbrennen eine gute Möglichkeit, den Geldbeutel etwas zu füllen. Bei der Eichung der Brennerei im Jahre 1940 wurde ein Kesselvolumen von 255 Litern bestätigt. Zudem verfügt die Anlage, die am 22. Juni 1943 angegliedert wurde, über einen Vorkühler und einen Hauptkühler und funktioniert nach dem Prinzip der Gleichstromdestillation. Weiter bergauf die Kalkofenbrennerei aus dem Jahre 1850. Der Ofen hatte einen Durchmesser von 2,50 Meter und eine Höhe von 5 Metern. Für eine Temperatur zwischen 800 und 1200 Grad zu erreichen, wurde er während 3 Tagen mit Holz und Kohle beschickt.
Nach Abschluss des Brennvorgangs dauerte es noch einmal 2 Tage, bis sich die Temperatur so abgekühlt hatte, dass der sogenannte Brandkalk entnommen werden konnte. Der stark ätzende Kalk wurde anschließend mit Wasser gelöscht. Aus Rentabilitätsgründen wurden die Anlagen entlang der Mosel und der Sauer zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgegeben. Oberhalb des Turms stehen noch ein paar Loren, womit das Dolomitgestein transportiert wurde. Gleich nebenan ist der Steinbruch. Im Grunde genommen sieht man nicht mehr viel davon, außer einer Informationstafel. Hier wurde das Dolomit aus dem oberen Muschelkalk abgebaut. Es diente vor allem als Baustoff. Steinbrucharbeiten und Kalkbrennereien prägten neben Weinbau und Fischerei das Landschaftsbild der Mosel. Sie war zeitweilig so entwaldet, dass Brennholz von weit her geliefert werden musste. Außerdem war die Luft so verdreckt, dass man die Hand kaum vor Augen sehen konnte. Wir spazieren weiter in Richtung Grevenmacher. Letzte Etappe auf unserer Reise durch die Riestingsgemeinde ist die Deiser Mühle. Der Katasterplan von 1824 zeigt 4 Mühlen, die über Abfolge von 4 Mühlenweihern mit dem Wasser von 8 Quellen angetrieben wurden. In einer Kalkmühle, Lohmühlen und Ölmühle und zum Schluss in einer Getreidemühle an der Moselstraße wurde die Wasserkraft bis zum letzten Tropfen genutzt. Ende des 19. Jahrhunderts ließ sich der Mühlenbesitzer eine herrschaftliche Villa in einem großen Park errichten, mit exotischen Nadelbäumen, die auch heute noch da stehen. 1964 rutschte der Hang auf einer Breite von 240 Metern. Weinberge kamen ins Rutschen und die Gebäude der Deiser Mühle bekamen Risse. Über Nacht wurden einige so baufällig, dass sie einstürzten. 1 Million Kubikmeter Erde und Gestein hatten sich bewegt. Die Deiser Mühle war vernichtet. Die Weinberge wurden nicht wiederhergerichtet und das Gebiet wurde der Natur überlassen. Auch heute kann man noch unter den Schlingpflanzen die Ruinen der Häuser finden. Wir gehen nach unten an die Mosel, denn wir sind am Ende eines sehr interessanten Wanderweges quer durch die Riestingsgemeinde. Mit 13 Kilometern Moselufer und 360 Hektar Weinbergen der besten Lagen wird sie zu Recht in manchen Fachzeitschriften mit dem Namen Hauptstadt des Luxemburger Rieslings oder Perle des Rieslings genannt.